Emotion, Erfolg, Endspurt. Beim 15. Run and Jump des SCC Berlin kommen 5 Altersklassen in der Rudolf-Habig-Halle zusammen, um sich vor der Winterpause ein letztes Mal zu messen. Die Goldmedaillenträgerin Lena Lege nutzt den Wettkampf, um ihren Leistungsstand nach einem intensiven Trainingslager zu überprüfen. Ich war im Oktober 1,5 Wochen in Portugal gewesen und da haben wir halt vor allem Grundlagen für die Saison jetzt viel Kraftausdauer, Schnelligkeitsausdauer gemacht. Beim Run and Jump können sich die jungen Teilnehmer in insgesamt 6 Sprung- und Sprintdisziplinen vergleichen, wobei in diesem Jahr erstmalig Kämpfe für die U14 stattfinden. Damit messen sich hier die kleinsten Leichtathleten neben großen Namen wie der deutschen Meisterin Nadine Reetz. Sie hat die letzten Wochen in Südafrika trainiert und kann bereits Bilanzen ziehen. Ich konnte technisch jetzt einiges schon umsetzen mit meinem Kniehub. Wir haben da ein bisschen was umgestellt und einfach schon mal dieses verletzungsfrei bleiben, weil letzte Saison war ich ziemlich viel verletzt. Deswegen war es jetzt einfach mal gucken, was geht schon und ja, ein paar Sachen konnte ich schon umsetzen vom Speed her. Doch nicht nur für sie zahlt sich das harte Training aus. Die Halle ist mit zufriedenen Gesichtern gefüllt und auch Alexander Hanke von der LG Nord Berlin feiert beim 150 Meter Lauf der Männer einen ganz persönlichen Erfolg. Ich hatte die letzten Jahre immer so ein bisschen die Schwierigkeit, die Kurve in der Halle zu laufen. Und jetzt hat es heute halt ziemlich gut geklappt und ich kam ganz gut raus aus der Kurve und war dementsprechend happy mit dem Lauf. Der Run and Jump ist für viele Sportler die letzte Leistungsfeststellung des Jahres. Und der SCC Berlin hat mit diesem traditionellen Wettkampf bei allen Teilnehmenden für viele Emotionen gesorgt.